Ihr Lieben, ich habe mir gerade einen Eiskaffee gemacht und fange jetzt diesen Vlog an. Ich bin ein bisschen hinter meinem Zeitplan. Normalerweise versuche ich ja jede zweite Woche zu filmen und jede andere Woche zu bearbeiten und hochzuladen. Ich bin tatsächlich direkt nach dem letzten Vlog krank geworden. Und ich hatte ja im letzten Vlog mich noch so gefreut, dass ich keine krasse Angst hatte während meiner Periode. Und das zum ersten Mal seit einem halben Jahr oder so. Und dann war ich von einem Tag auf den anderen total doll erkältet und das hat super viel Angst bei mir hochgeholt. Ich hatte auch so ganz dolle Halsschmerzen und so ein enge Gefühl im Hals ist bei mir auch so ein typisches Angstsymptom und das war super schwer zu ertragen. Ich war auch bei meiner Hausärztin, um das zur Sicherheit abklären zu lassen und habe da auch ganz offen über die Angststörung gesprochen und die hat super, super lieb reagiert. Kann ich also nur empfehlen, in solchen Situationen einfach zu sagen, hey, ich habe Angst, ich weiß, es ist ein Angstgefühl, ich möchte einfach gerne hören, dass alles okay ist. Und ja, es gibt Menschen, die werden da vielleicht nicht verständnisvoll mit umgehen, aber in dem Fall war es zum Glück so und sie konnte mich beruhigen und hat mir noch ein paar Tipps gegeben, wie es möglichst schnell besser wird. Aber es war eine ziemlich fiese Erkältung und ich war letzte Woche auch noch nicht so ganz fit und habe versucht, möglichst halbe Tage zu arbeiten und trotzdem das Wichtigste aufzuarbeiten, was liegen geblieben ist. Das ist in der Selbstständigkeit ja nicht immer so einfach. Ja, und deswegen vlogge ich erst jetzt und wenn alles gut geht, müsste ich eigentlich diese Woche noch diesen Vlog schneiden und hochladen, ohne am Wochenende zu arbeiten, wenn es geht. Ja, deswegen wird es vielleicht diesmal ein bisschen schneller als sonst und nächstes Mal lassen wir uns dann wieder richtig viel Zeit. Ich dachte, ich setze mich erstmal hin und mache ein kleines Live-Update und quatsche ein bisschen mit euch und trinke dabei meinen Eiskaffee. Und zwar dachte ich, ich quatsche kurz über zwei Themen, die gerade irgendwie aktuell sind. Das eine ist, ich habe in den Vlogs ja hier und da mal gesagt, dass ich mich für einen Master bewerbe oder darüber nachdenke. Und dann habe ich euch erzählt, dass ich diese Bewerbung sehr kurzfristig machen musste, kurz nach meinem Geburtstag. Und ich habe diesen Studienplatz tatsächlich bekommen, was mich super dolle freut. Und ich habe mich dann irgendwie schweren Herzens und irgendwie auch nicht erstmal dagegen entschieden tatsächlich. Es fühlt sich ganz komisch an, so sich gegen so wichtige und erwachsene Dinge zu entscheiden. Aber ich hatte, um das ganz knapp runterzubrechen, das Gefühl, dass ich noch nicht weiß, ob mir das genug bringt. Und ich würde sehr viel mentalen Stress in Kauf nehmen, um das zu tun. Also es wäre einfach, mein ganzer Alltag wäre durcheinander. Es wäre super stressig. Arbeit, Garten, mein Privatleben, das Vloggen, meine Arbeit als Grafikdesignerin, den Shop, alles unter einen Hut zu bekommen. Es würde auch bedeuten, dass ich weniger Zeit zum Arbeiten habe, also weniger Geld. Also, ja, ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber sehr, sehr, sehr wenig Geld haben ist für mich auch so ein Anxiety-Ding, was sich einfach nicht gut anfühlt mit Existenzängsten. Ich glaube, das macht schon Sinn und ich hatte das Gefühl, das ist gerade nicht das Richtige für mich. Und ein weiterer Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, dieses Angebot anzunehmen, ist, dass ich tatsächlich ab nächsten Monat schon, nicht mal mehr einen Monat, an meiner alten Hochschule, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, eine Lehrveranstaltung geben kann. Das ist immer noch total surreal und ich habe wahnsinnige Angst davor. Not gonna lie. Ich glaube, die ersten Male muss ich mich dahin prügeln gefühlt. Aber ich freue mich auch total drauf. Es ist so eine schöne Möglichkeit. Es wird eine Lehrveranstaltung zum Thema Selbstständigkeit als Designerin sein. Ich bin ja seit Jahren selbstständig und ich bin gerade dabei, das Konzept auszuarbeiten. Also ich habe schon vor einer Weile ein kurzes Konzept geschrieben. Letzte Woche habe ich das Grobkonzept geschrieben mit Lernzielen und Methode für jede Lehrveranstaltung. Und gerade bin ich dabei, das Feinkonzept für die zweite Lehrveranstaltung zu schreiben, beziehungsweise habe das gestern gemacht und habe auch die Präsi, also die Folien für die Lehrveranstaltung vorbereitet und heute noch ein paar Sachen, mit denen die Studierenden arbeiten sollen. Und ich habe letzte Woche auch gesehen, dass der Kurs einfach voll ist und Leute auf der Warteliste sind. Das freut mich so doll. Ich hatte ein bisschen Angst, dass niemand kommen möchte. Ja, das ist sehr, sehr aufregend. Und dann ist gerade tatsächlich eine Zeit, die vor einem Jahr sehr aufregend war. Nicht nur im Positiven. Und ich wollte euch eigentlich so ein bisschen fragen, ob ich dazu mal so ein extra Video machen soll,
wo ich mich wirklich nur hinsetze und darüber rede und das kein Vlog ist. Ich habe nämlich letztes Jahr ungefähr um diese Zeit, Anfang März, eine E-Mail bekommen, die tatsächlich mein Leben verändert hat. Schon. Und zwar habe ich letztes Jahr meinen Nachnamen ändern lassen können. Und das ist ein ziemlich schwieriger Prozess. Also es dauert und es nimmt sehr viel Energie ein und ist natürlich sehr vulnerabel und alles. Und es kostet Geld und der Prozess ist auch gefühlt überall anders. Und dementsprechend ist es total schwierig, sich vorher großartig zu informieren. Und ich habe damals eben auch geguckt, ob jemand ein YouTube-Video gemacht hat oder einen Blogartikel geschrieben hat. Aber ich habe nicht wirklich was gefunden. Das sind sehr alte Foreneinträge. Ja, kurze Story. Ich habe in dem Jahr davor, ich glaube im Juni, einen Beratungstermin gehabt im Standesamt meiner Stadt, die das hier machen. Und habe daraufhin ein eigenes Statement geschrieben. Da muss man noch Dinge beantragen wie seine Geburtsurkunde, Führungszeugnis. Meine Therapeutin hat ein Statement geschrieben. Ich weiß, dass man in anderen Städten oder Bundesländern, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es geklärt ist, dass man da nicht ein Statement von Therapeutinnen braucht, sondern tatsächlich ein richtiges Gutachten. Das ist auch nochmal viel teurer. Und ich meine, das können auch nur PsychologInnen machen. Auf jeden Fall hat bei mir dieses Statement, dieses Schreiben von meiner Therapeutin ausgereicht. Dann habe ich das, weil das alles Zeit gedauert hat, ich meine im November oder Dezember 2022 abgegeben. Ich habe dann nochmal eine E-Mail bekommen, Anfang Januar, dass meine Therapeutin noch ein paar Dinge in ihr Statement aufnehmen soll, beziehungsweise sich zu gewissen Fragen positionieren soll. Es war vor allen Dingen sowas wie lange ich schon in der Therapie bin, wie lange die Therapiestunden gehen, in welchem Rhythmus wir die haben. Und ja, das hat sie dann nochmal explizit aufgenommen, auch wenn wir das Gefühl hatten, das wäre da alles schon drin gewesen. Aber es muss vielleicht einfach nochmal ganz konkret beschrieben werden. Und das Ganze läuft so, dass man irgendwann einen Brief bekommt, ob man, beziehungsweise ob dieser Antrag angenommen wurde oder ob dieser Antrag vorerst abgelehnt ist und man dann die Möglichkeit hat, entweder schriftlich oder in Person nochmal hinzugehen und sich zu positionieren und zu erklären. Und mir wurde schon bei diesem Beratungsgespräch gesagt, dass es unbedingt gut ist, das persönlich zu machen, auch wenn das natürlich eine total krasse Situation ist, weil es einfach natürlich persönlich irgendwie mal was anderes ist und man die Emotionen anders spürt. Hätte ich auch gemacht. Allerdings hat die wundervolle, wirklich wundervolle und sehr liebe Mitarbeitende im Standesamt mir letztes Jahr am 6. März eine E-Mail geschickt, dass das funktioniert. Und ich habe das Ganze aus sehr privaten Gründen gemacht und es ist wirklich life-changing. Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Es gibt so viele kleine Situationen, die sich aber einfach addieren und so alltäglich sind, wie einen Tisch im Café reservieren oder andere Sachen, dass ich jetzt einen Nachnamen habe, mit dem ich mich gut fühle und den ich gerne sage und den ich gerne höre. Und es ist wenn man diese Sache zugestimmt wurde, dann gibt es noch ein paar öffentliche, richtige Dokumente, die man bekommt. Und dann hat man auch so einen ganzen Schwall an Dingen, die man tun muss. Ähnlich, wenn man seinen Nachnamen wegen einer Hochzeit ändert, wo man sich ummelden muss. Also es dauert dann noch eine ganze Weile, bis überall ein neuer Nachname steht. Und ganz vereinzelt kommt es schon nochmal vor, dass irgendwo der alte aufgeführt ist. Aber it's a new life. Also es ist wirklich richtig schön. Ich dachte, ich erzähle das mal so in diesem ganz groben Rahmen. Auch wenn ihr hört, dass irgendjemand das vorhat, dass die Person sich gerne bei mir melden kann mit Fragen oder einfach Gedanken austauschen, weil ich das damals eben nicht hatte. Und ja, ich weiß, dass es gar nicht so wenige Menschen sind, die sich damit beschäftigen. Ich habe über Instagram auch schon ein paar kennengelernt und we're better together. Ansonsten sind wir aktuell recht fleißig im Garten, dabei den Frühling vorzubereiten. Nicht zu sehr aufzuräumen, denn ich glaube, bis es konstant 10 Grad sind, überwintern viele Insekten in dem, was wir als unordentlich betiteln oder auch in so Stielen von Blumen etc. Deswegen räumen wir nicht zu viel auf, aber machen an anderen Stellen Ordnung. Und es macht richtig Spaß, die Beete vorzubereiten. Ich habe mir ein neues Tomatenbeet gemacht, direkt vorne am Häuschen. Und ich will noch ein neues Blumenbeet machen. Das ist irgendwie so schön gerade.
wenn am Wochenende die Sonne draußen ist, dahin zu fahren und einfach zu machen und in der Erde zu buddeln. Das ist Therapie, ist die beste Therapie, aber der Garten kommt relativ eng danach. Und wir haben uns gestern auch noch ein paar Pflänzchen bestellt für den Garten. Einmal ein Jasmin. Das ist jetzt nicht das Insektenfreundlichste. Normalerweise achte ich sehr darauf, dass die Sachen sehr insektenfreundlich sind und auch dann möglichst nicht gefüllte Sorten. Ich finde Jasmin aber wahnsinnig schön und ich gleiche das mit meiner Wildblumenwiese und mit heimischen und regionalen Stauden und Blumen zwischen dem Gemüse aus. Ich finde, da muss man nicht überstreng mit sich selbst sein, solange man bei anderen Sachen drauf achtet. Wir haben auch im Haben wir das jetzt gemacht? Doch, wir haben im Februar oder Januar eine Totholzhecke gebaut, beziehungsweise ich habe es im Herbst angefangen und dann haben wir weitergemacht. Also auch das gibt es und ganz viele Trinkmöglichkeiten etc. Und ja, da achten wir sehr drauf. Und dann noch eine Banane und ich bin sehr gespannt. Meine Beziehungsperson mag ja diese Jungle Plants gerne, also die Monstera hier. Das ist meine. Ich bin ein bisschen stolz drauf, aber alle anderen Pflänzchen gehören meiner Beziehungsperson. Und es gibt noch eine Anthurie, die aus den Anden kommt, die bei uns, die ist nicht winterhart, aber ich glaube bis 0 Grad kriegt die hin und dann kann man sie ins Haus holen. Und die wollen wir uns auch noch holen und ich bin sehr gespannt, wie Jungle- und Urlaubsfeeling-mäßig das dann ist, da zu sitzen mit so einer Banane und so einer riesigen Anthurie. Freue ich mich sehr drauf. Und wir haben auch noch einen Feigenbaum bestellt, weil wir beide auf jeden Fall auch den Duft richtig toll finden. Ich bin gespannt, ob sie was tragen wird. Ich weiß, dass es geht, aber es ist immer standortabhängig. Und dann wird das so eine kleine Jungle-Ecke mit den drei Mäusen. Und den Jasmin will ich direkt neben meine Bank packen. Ich glaube, das wäre sehr schön, wenn das dann auch so schön duftet und blüht. Das blüht ja auch vergleichsweise früh. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Generell finde ich es gerade unglaublich, die Natur jetzt zu sehen und zu wissen, dass es in ein paar Monaten Sommer ist. Und alles wird grün und bunt sein. Und die Gemüsepflänzchen, die ich hier habe, die so klein sind, werden einfach genauso groß sein wie ich. Die werden Tomaten tragen oder Gurken oder Zucchini oder was auch immer. Und so hoffentlich. Und die werden einfach Sachen machen, die wir essen können, die Also die Tomaten, die rauskommen, sind am Ende größer als die Stiele jetzt. Ich finde das total faszinierend. Ich habe auch schon viel im März jetzt ausgesät, was sehr viel Spaß macht. Ich werde noch Kürbis aussehen. Da habe ich nämlich jetzt erst die Packages geholt, beziehungsweise noch was geschenkt bekommen. Das reicht aber vollkommen im April. Vielleicht mache ich das auch erst so Ende März, Anfang April. Ansonsten haben wir Tomaten ausgesät, Zucchini, eine Zitronengurke, da bin ich sehr gespannt. Ein paar Blümchen. Die Gartenvorfreude ist groß. Ich werde euch auf jeden Fall heute Abend noch zeigen, wie ich meine Haare aktuell mache. Ich glaube, heute ist gar nicht das beste Beispiel. Aber ich versuche gerade meine Haare so abends so einzudrehen, als so eine Overnight Heatless Wave Method. Ohne so eine Nudel oder so ein Band, falls ihr das auch gerade überall auf TikTok und Instagram seht. Ich habe tatsächlich mir so eine Nudel besorgt und es ist wahnsinnig unbequem. Ich schlafe sowohl auf der Seite wie auch auf dem Rücken und es gibt einfach keine Methode, die für mich so richtig funktioniert, dass es in jeder Position bequem ist und dann auch noch die Haare schön macht. Und ich habe aber so ein paar Sachen, die ich gesehen habe, ein bisschen weiterentwickelt und mir meine eigene Methode ausgedacht, die ich ganz gut finde. Und das zeige ich euch heute Abend. Und ich dachte immer, morgen früh zeige ich euch einmal so ein bisschen so ein Get Ready With Me, wenn ich meine Soap Brows mache und die Fake Freckles und das so. Und ich hoffe, das gefällt euch. Und es gibt natürlich auch ein neues Buch, neuer Vlog, neues Buch. Ich habe ein paar in der Zwischenzeit gelesen, vor allen Dingen, weil ich halt krank war. Und das hier habe ich gestern angefangen und ich bin schon ein Stückchen vorangekommen. Das ist echt schön. Sehr schön geschrieben. Ich habe, Gott, ich muss es euch einblenden, mir fällt der Titel gerade nicht ein. Auf jeden Fall, ich glaube, das erste Buch von der Autorin oder ein vorhergehendes gelesen. Es ist keine Reihe, aber sie sind alle so ein bisschen aufeinander abgestimmt vom Cover etc. Und ich fand das andere richtig, richtig schön. Das Einzige, was ich ganz schwierig finde, dass die diskriminierende Fremdbezeichnung für Sint Ize und Romja drin vorkommt. Also sie, ich möchte es gar nicht aussprechen, weil es von Betroffenen immer wieder gesagt wird, dass es nicht geht und dass es
einfach einen schrecklichen Kontext hat und nicht in Ordnung ist. Und ich finde, man kann das in so einem Buch, wo es nicht darum geht, wo die Person, die es schreibt, nicht betroffen ist, einfach rausnehmen und einfach ein anderes Wort nehmen, was nicht so arg diskriminierend ist. Oder einfach komplett rausnehmen, weil das hat nicht zur Geschichte beigetragen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas lese, dann habe ich nicht so sehr Lust, weitere Bücher von der schreibenden Person zu lesen. Ich habe aber das und noch ein weiteres in der Bücherei gesehen und da ich sie ja nicht kaufe, wollte ich jetzt einfach mal gucken, wie die Sprache in den restlichen Büchern war. Das letzte Buch war auch total schön ansonsten geschrieben, eine total schöne Geschichte. Es hätte total Potenzial für so ein Lieblingsbuch, aber wenn sowas drin ist, kann das bei mir einfach kein Lieblingsbuch mehr werden. Schau trotzdem mal, wie die jetzt sind und bisher ist es auf jeden Fall sehr schön geschrieben. Aber jetzt muss ich noch ein bisschen was arbeiten und dann versuche ich nicht so spät Feierabend zu machen und einfach noch ein bisschen zu lesen. Übrigens gerade einen von meinen Sprache-Posts, die ich bei Instagram und TikTok poste. Und ich mache das Ganze hier in Adobe Express und dachte, ich zeige euch das mal, weil da kann man so coole Animationseffekte machen, wie was reinkommt, wie was im Bild quasi sich verhält und auch wieder aus dem Bild geht. Und das ist richtig schön einfach für so Social Media Posts. Wenn ihr sowas sucht, dann schaut da gerne mal so vorbei. Ich mache mich jetzt gleich bald fertig und dachte, ich zeige euch einmal meine Overnight Curl Routine. Das hier ist übrigens mein neuer Pyjama, den ich mir zum Namenstag quasi gegönnt habe. Ich habe eigentlich schon seit vor Weihnachten nach einem schönen Pyjama gesucht und der ist einfach perfekt und den konnte man sogar so besticken lassen mit einem Monogramm. Und ich dachte, das ist eine richtig schöne Sache. Das hätte ich halt vorher nie gemacht mit meinem alten Nachnamen und das freut mich sehr. Ich bürste jetzt einmal meine Haare durch und ich benutze da richtig gerne dieses Knotenlöser-Spray. Das ist leider recht teuer, das kostet glaube ich 5 Euro oder so. Aber es ist richtig gut, das mache ich immer abends einmal so an die Stellen, die gerne Knoten haben. By the way, meine Haare so lang nachts einfach offen werden. Ich hätte Knoten aus der Hölle. Deswegen habe ich die das letzte Jahr über immer nachts geflochten, was ja auch so Waves macht. Und jetzt mache ich es noch ein bisschen anders. So, ich teile jetzt meine Haare einmal hinten, ganz grob reicht, in zwei Teile. Und dann teile ich die jeweils wieder in zwei Teile und drehe die weg vom Gesicht ein. Und das auch relativ stramm schon. Also umso strammer, desto definierter sind die Curls. Und das mache ich gleich auch mit der anderen Seite und binde die dann unten zusammen. Ich habe dafür nur keine schönere Möglichkeit, als sie mit dem Mund festzuhalten. Das erspare ich euch mal. So, und das Problem mit diesen Waves sind jetzt, wenn man sie jetzt einfach loslassen würde, dann würden die einfach aufgehen und kaputt gehen. Deswegen mache ich die jetzt sowohl hier unten zusammen, mache die einmal nach hinten über meinen Kopf, aber halte die direkt fest für oben und mache da auch noch so ein Scrunchie rein, dass ich eigentlich mehr oder weniger so einen Zopf habe. Und ich nehme den aber nochmal, mache hier wieder auf, mache die nochmal so ein bisschen stärker, weil die dann manchmal so ein bisschen aufgehen schon. Und dann twiste ich die nochmal umeinander rum. Und dann mache ich wieder mein Haargummi hier unten rein. Das sind übrigens keine Erdbeeren drauf, ganz wichtig. Und so habe ich einen relativ normalen Zopf. Kann da easy drauf schlafen. Ich schmink mich jetzt ab
Und wir sehen uns morgen früh wieder, wenn ich mich fertig mache. Morgen, ihr Lieben, es ist 7:30 und ich bin jetzt aufgestanden. Ich habe noch ein bisschen gelesen und ich mache gerade diese Woche bei einer Schreibchallenge auf Instagram mit. Und die macht richtig viel Spaß und ich habe mir jetzt immer morgens, wenn das um 7 Uhr online geht, von der lieben Kea. Kann man bestimmt auch super nachträglich machen und falls euch meine Texte interessieren, dann findet ihr die immer bei Instagram. Auf jeden Fall postet Kea die Aufgaben immer um 7 Uhr und ich bin eine ungeduldige Maus und mache sie dann direkt, wenn es geht. Also gestern war es noch rausgehend verbunden, aber guckt mir dann zumindest schon mal an, worum es geht und was die Schreibtipps sind. Das macht richtig Spaß. Ich habe ewig nicht mehr geschrieben. Darum geht es jetzt eigentlich nicht, sondern um die Frage, ob dieses Ding hier heute Nacht funktioniert hat. Es ist ein bisschen mehr zerflattert als sonst. Wir werden es sehen. Und ich bürste die erstmal so ganz leicht durch, weil ich die Wellen nicht kaputt machen möchte. Ja, doch, es ist okay. Also ich muss dazu sagen, ich hätte meine Haare gestern eigentlich waschen sollen, aber ich war zu faul und werde das wahrscheinlich heute Abend nachholen. Und so in den letzten Tagen hält es immer am schlechtesten oder sieht am schlechtesten aus, weil meine Haare aber nicht so fresh sind. Aber es ist okay. Irgendwas habe ich hier unten ein bisschen weird gemacht. Es sieht ein bisschen mehr zerfleddert aus, als sie eigentlich sollen. Aber kein Problem. Wir machen uns jetzt ready. Und first things first, ich mache hier immer meinen Spiegelschrank auf und zu. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ist Sonnencreme. Ich benutze die hier von V-Sun, weil ich Graphic Designer bin und hübsches Packaging mich immer bekommt. Die ist deutlich teurer. Ich glaube, es geht auch deutlich günstiger. Ich mag die aber tatsächlich ganz gerne, weil die sich so ein bisschen anfühlt wie eine Creme. Das Einzige ist, die ist parfümiert. Mochte ich am Anfang nicht so gerne. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und finde es total okay. Aber ich bin ein kleines bisschen stolz auf mich, dass ich es wirklich schaffe, seit über einem Jahr mich jeden Tag morgens mit Sonnencreme einzucremen. Und wie gesagt, die fühlt sich auch so ein bisschen wie eine Creme an. Macht es also deutlich besser und leichter. Als nächstes habe ich einen Concealer von Averde. By the way, no fancy beauty products coming. Ich würde eigentlich ganz gerne meine Beauty-Routine mal umstellen, aber nicht jetzt. Der ist voll okay. Ich glaube, der heißt Camouflage und ich habe den in 01 Sand. Ja, ist in Ordnung. Hält jetzt nicht mega geil. Also wenn ich jetzt abends nochmal weggehe oder nachmittags vlogge, dann mache ich den meistens nochmal drauf, aber das ist schon irgendwie in Ordnung. Falls ihr Schmatzen hört, Bina ist hier gerade neben mir auf dem Badezimmerteppich und putzt sich die Füße. As you do morgens. Als nächstes mache ich meine Soap Brows und ich habe dafür so ein Augenbrauenbürstchen und literally ein Stück Seife. Ich mache das Bürstchen ein bisschen nass. Und gehe dann erstmal so ein bisschen über die Seife und kämme mir quasi einfach nur meine Augenbrauen durch. Also relativ schnelle, lockere Bewegungen, wenig Druck. Und dann gehe dann zwischendurch immer wieder in die Seife, ohne das Bürstchen nochmal nass zu machen. Und mit der Zeit wird es dadurch quasi immer so ein bisschen schmieriger, was man so auf dieser Bürste hat. Und ich fange dann an, langsamere Bewegungen mit ein bisschen mehr Druck zu machen. Das ist die einzige Methode, die bei mir relativ verlässlich funktioniert. Also es gibt so einzelne Tage, da sind die abends nicht mehr genauso und ein Stück weiter unten. Aber alles, was ich an Augenbrauenprodukten, also so richtigen Produkten probiert hat, hält bei mir bis vormittags. Ich habe sehr starke Augenbrauen, die einfach ihr eigenes Ding machen. Und ich weiß, dass es gut ist und genug ist, wenn ich so ein ganz leichtes Ziehen merke, also nichts total Unangenehmes, aber einfach nur so eine leichte Spannung auf der Haut. Und ihr müsst natürlich schauen, wenn ihr wirklich Seife benutzt dafür, ob das für euch funktioniert, ob eure Haut mit dem pH-Wert klarkommt. Wechselnde sehr milde und ganz wichtig, wenn ihr euch abschminkt, schminkt alles andere ab und dann die Augenbrauen einzeln und nicht irgendwie in die Augen kommen. Das ist unangenehm. Und ich weiß nicht, ob das Sport übersteht. Ich habe schon mal gehört, dass dann beim Sport, wenn der Schweiß tropft, das auch nicht so gut ist. Ich gehe da nochmal mit einem bisschen gröberen Bürstchen durch, weil ich dann finde, dass ich die nochmal ein bisschen schöner legen kann. Und kämme die so hoch, wie ich sie gerne hätte.
Und dann fülle ich die hier vorne so ein bisschen und so mit diesem hinteren Stück. Nicht hier oben, wo sie jetzt hochgekämmt sind, weil falls sie wieder ein bisschen runtergehen, sieht das dann weird aus, wenn man da oben ein bisschen Farbe hat, aber keine Augenbrauen mehr. Und dann mache ich mir meine Fake Freckles und ich benutze dafür das St. Moritz Self-Tanning Mousse. Keine Ahnung von Self-Tanning, das ist auch das erste Produkt, was ich habe und auch nur für die Fake Freckles. Und ich habe dafür einen Pinsel, den mache ich ein bisschen nass, sodass der so einzelne Stückchen quasi hat. Mache mir wirklich nur so minimal was von dem Mousse in den Deckel und tunk das dann ein. Und ich orientiere mich daran, wo bei mir so natürlicherweise Sommersprossen im Sommer kämen, also gerade hier so auf der Nase. Und bei jedem Aufkommen auf meiner Haut rotiere ich den Pinsel, damit das einfach ein bisschen ungleichmäßig aussieht. Und dann blende ich das noch so ein bisschen aus jeweils und mache die auch so an Stellen wie hier so unter und über der Augenbraue, wo man sie jetzt nicht vermuten würde. Echte Sommersprossen sich auch einfach irgendwelche Stellen suchen. Ich nehme dann noch ein Wattestäbchen, ich benutze das auch ein paar Mal, deswegen sieht das schon so aus, mache das nass und gehe dann über die Sommersprossen, die ich abschwächen möchte oder die ich weghaben will, genau, damit das dann ungefähr so aussieht, wie ich das gerne mag. Und das ist, by the way, keine Sommersprosse, sondern Muttermal. Und dann nehme ich meinen Bronzer und mache halt einfach, was man mit dem Bronzer macht. Ich habe jetzt keinen besonderen. Mein Lieblingsbronzer ist Ende vom Sommer leer geworden. Und ich habe dann noch einen alten beim Umziehen gefunden. Und den benutze ich jetzt erstmal im Winter. Und wenn es so richtig Frühjahr ist und so richtig warm wird, dann hole ich mir den alten wieder. Ich muss aber ehrlich gesagt erstmal rausfinden, welcher das war. Das habe ich nämlich leider vergessen. Ich habe ein Gefühl, wie er heißt, aber nicht, wie die Brand heißt. Es wird also erstmal eine kleine Internetrecherche. Und ich gebe den auch so ein bisschen einfach aufs Augenlid, damit er sich da irgendwie eine schöne, so eine Basefarbe entwickelt, die aber jetzt nicht wirklich aussieht wie geschminkt. Dann kommt Highlighter. Da muss ich auch einmal recherchieren, wie der heißt, aber ich blende euch das ein. Den finde ich nämlich richtig, richtig gut. Und dann mache ich aktuell nicht Mascara drauf, sondern Fake Lashes. Und das dauert länger. Und ich weiß auch nicht, ob ich das so wirklich jeden Tag drauf machen cool finde. Und ob ich mal schaue, ob ich irgendwas finde, was eine Woche oder so hält. Ich weiß, dass es da ein paar Sachen gibt. Aber die hier finde ich vom Look richtig schön. Ich schneide die nochmal in der Mitte durch, weil ich finde es dann deutlich einfacher, sie schön aufzutragen. Hält bei mir wirklich super zuverlässig, macht Spaß. Ich finde, das Ergebnis ist richtig schön. Mir wurde schon gesagt, dass meine Wimpern einfach wahnsinnig gut aussehen. Also es sieht nicht unnatürlich aus. Und ich mag das lieber als diesen Mascara-Look. Und ich habe kein Problem, dass hier irgendwie was verschmiert. Weil es halt Fake Lashes sind. Und sie sind Therapie-approved. Also sie halten auch eine emotionale Therapiestunde aus. Da hatte ich ein bisschen Angst, ob da was runtergehen würde. Aber alles gut. Und ich benutze die auch mehrfach. Also ich habe die jetzt länger nicht in der Drogerie gefunden. Bei mir gab es die nur bei Müller. Und ich habe die jetzt bestimmt zwei Wochen benutzt. Wenn man relativ vorsichtig mit denen ist und den Kleber auch immer wieder abmacht, dann funktioniert das total gut. Sie sehen halt irgendwann so ein bisschen zerrupfter aus, aber es macht es irgendwie auch wieder natürlicher. Also so ein, zwei Wochen kommt man mit denen auch hin. Okay, ich mache das einmal vom Spiegel und dann zeige ich euch das Ergebnis. Wie ihr das sehen könnt, das ist jetzt mit Lashes. Das ist ohne, ich muss die nur mal so ein bisschen dran machen und so aufbürsten. Aber das ist der Unterschied. Ich weiß nicht warum, ich habe halt echt ewig gebraucht, aber jetzt sind sie dran. Das Letzte, was ich jetzt Make-up-technisch mache, ist es, mein Lipgloss drauf zu machen. Das ist nicht der besthaltendste. Ich habe den euch, glaube ich, schon mal in einem Haul gezeigt. Also der hält jetzt nicht wahnsinnig lang. Schmeckt aber sehr gut und der ist nicht klebrig. Und dann finde ich es besser, den mehrfach aufzutragen, als dass der jetzt irgendwie total unangenehm sticky wäre. Genau, und das ist das Make-up. Ich hole jetzt noch meinen Schmuck und dann machen wir den dran und dann bin ich ready. So, ich ziehe mir einmal mein Fuck Nazi Perlenarmband hier an. Das kennt ihr ja schon. Dann habe ich so einen kleinen feinen Silberring, den habe ich von meiner Beziehungsperson geschenkt bekommen. Der kommt immer mit. Da hätte ich gerne mal mehr Ringe. Ich mag halt Gold gerne, aber Gold
Also wenn das jetzt nicht komplett Gold ist natürlich, nur Gold obendrauf, geht natürlich immer ab. Und deswegen überlege ich, ob ich bei Ring auf Silber umsteige. Ich habe sonst hauptsächlich Goldschmuck, aber ich mag den Mix auch ganz gerne. So, ich habe hier jetzt noch den Ohrring reingemacht, den habe ich immer nachts draußen, weil ich Angst habe, dass ich den verbiege nachts. Und dann mache ich noch einen Earcuff rein. Ich hätte dich filmen sollen, nachdem ich die Kätzchen gefüttert habe. Aber es ist jetzt 8 und es ist jetzt eigentlich ihre Zeit. Und hier habe ich auch noch so einen Earcuff. Da sind auch so ein bisschen so Steinchen dran, die runterhängen. Und ich finde das richtig schön. Ich hätte hier gerne noch ein drittes Ohrloch. Also ich habe hier kein zweites. Ich glaube, ich würde das gerne freilassen und dann ein drittes machen. Und da auch irgendwie was reinmachen. Und dann habe ich noch mein Bettelarmband. Das habe ich jetzt eine Weile tatsächlich nicht getragen. Und ich habe die Tage das mal so ein bisschen aussortiert. Also einfach gedacht, ich mache weniger Anhänger dran. Dann klimpert das nicht so rum, weil ich glaube, das ist mir manchmal so mit Reizüberflutung einfach zu viel. Das verliert leider auch hier die Goldbeschichtung. Das war mir aber schon relativ klar. Ja, dann wird es halt Silber mit so goldenen Anhängern. Auch schön. Und das ist der fertige Look mit Haaren und Make-up. Ich ziehe mir jetzt ganz schnell was an und fütter danach die Kätzchen und dann mache ich mir noch das hier drauf. Ich mache das nicht zu oft im Winter drauf, aber das riecht so nach Sommer. Es riecht halt 1:1 nach Nivea Sonnencreme. Und gerade an so Tagen im Winter mit ganz viel Sommervorfreude, die ich aktuell noch habe, finde ich das richtig schön. Das mache ich aber gleich erst drauf. Weil ich meine Kontaktlinsen vergessen habe, die mache ich sonst als erstes. Das ist aber auf jeden Fall der Pyjama im Ganzen. Der ist richtig schön gemacht, auch mit so schönen Details. Hier ist das Logo noch auf diesem Band. Die Kätzchen möchten jetzt wirklich frühstücken, also mache ich denen das. Kätzchen sind gefüttert. Ich habe meine Kontaktlinsen drin. Ich habe jetzt noch ungefähr eine Stunde, bis ich los muss. Ich bin zum Frühstücken verabredet. Zumindest heißt das, dass ich in der Stunde jetzt nicht nochmal frühstücken muss. Ich habe ein paar Mails, die ich dringend bearbeiten muss. Und ich habe ja gestern noch gezeichnet. Und ich habe diese Sticker gemacht mit Always Overthinking Club und Only Yes Means Yes. Und die werde ich jetzt nochmal vorbereiten, dass die heute oder morgen in den Shop wandern können. Und damit würde ich diesen Vlog beenden, weil, wenn ich es schaffe, möchte ich den Freitagabend hochladen. Und ich bin heute den ganzen Vormittag unterwegs. Und heute Nachmittag, wenn das Wetter gut ist, habe ich mir eigentlich versprochen, in den Garten zu fahren. Dann hätte ich mehr oder weniger nur noch so die späteren Nachmittagsstunden und morgen Nachmittag. Und das ist relativ knapp. Ich muss mal gucken. Es ist ja so ein Vlog, wo ich jetzt nicht so viel schneiden muss. Ist ja auch egal. Ich mache das einfach und strenge mich an und hoffe, der kommt halbwegs pünktlich online. Danke euch ganz doll fürs Zusehen. Sagt gerne Bescheid, ob ich nochmal so ein extra Video zu der Namensänderung machen soll, wo ich auch nochmal alles im Detail aufliste und was man braucht und was man machen muss und was wichtig ist und die Kosten etc. Wie gesagt, es ist überall anders, aber dann hat man zumindest mal ein Beispiel. Ja. Sagt gerne Bescheid. Ansonsten, wenn ihr jemanden kennt, für den das wichtig ist, schickt diese Person gerne zu mir. Ich habe mich damals so allein mit diesem Thema gefühlt und ich finde es schön, wenn das andere Personen nicht tun müssen. Tausend Dank und ich freue mich auf den nächsten Vlog mit euch.